Hallo meine Lieben, toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder zurück, zumindest für eine recht kurze Zeit. Es wird ein paar Videos in den nächsten Wochen geben. Welche genau das sind, es sind so 4 oder 5 Videos geplant, werde ich euch am Ende dieses Videos dann nochmal schnell erzählen, falls euch das interessiert. Bleibt also auf jeden Fall dran. Und ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall, ich habe mir auch die Glow Hour Goodie Bag bei DM bestellt. Zweimal im Jahr gibt es die und die hier, finde ich, ist richtig schön gelungen, so mit diesem Regenbogenfarbverlauf, ist echt schön. Und die hat hier so Bändel, ne? Also man kann die auch als Rucksack verwenden. Wir haben hier diesmal nicht 30 Produkte, sondern 16 Produkte drin, wobei ich das eine eher als Goodie empfinde. Ich zeige euch gleich welches. Und ja, ne? Also ist okay. Aber mir fehlen halt sehr viele Sachen, die halt jetzt hier nicht dabei sind. Zum Beispiel Haarpflege ist gar nicht dabei, ne? Oder irgendwie sowas. Aber bevor ich anfange weiter zu meckern, würde ich sagen, starten wir einfach direkt. Ich habe mir 7 Produkte rausgesucht, die ich definitiv behalte. 2 Produkte sind so auf der Warteliste. Und 7 Produkte aus dieser Goodie Bag werde ich definitiv an euch verlosen. Allerdings nicht in diesem Video und auch nicht auf Instagram, sondern eben mal zwischendurch oder die kommen dann in ein großes Verlosungspacket. Je nachdem, schauen wir einfach mal. Erstmal hier zu einem sehr kleinen Produkt von Wilkinson, ein Rasierer. Hier hinten ist so ein Guckfenster, da kann man gucken, wie das ausschaut. Das soll mit solchen speziellen Kissen, also nicht Kissen, aber heißt halt irgendwie so sein. Das heißt, ihr habt hier noch eine Pflegewirkung mit dabei. Finde ich super. Ist bestimmt auch nicht günstig. Genau. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten beim Rasieren. Also ich habe, will nicht sagen, Schiss davor, aber ich bin jetzt nicht so scharf drauf, sagen wir es mal so. Und deshalb würde ich erst mal sagen, geht das an euch weiter. Ja, übrigens für die Goodie Bag bezahlt ihr 19,90. Normalerweise ein bisschen mehr, aber in diesem Fall 19,90 € und 4,95 € Versand. Glaube ich zumindest irgendwie, so war das, ja. Genau, dann zeige ich euch mal das Produkt, wo ich denke, das ist eher so eine Art Goodie-Beigabe ist. Also es ist natürlich ein Full-Size-Produkt, aber ich denke schon, dass es ein, ja, Goodie sein sollte. Von Balea ein Lippenbalsam und da steht drauf, wir suchen dich. Und da wird geworben für Ausbildung und so weiter. Finde ich ganz nett. Und genau, da hat man gleich so einen Lippenbalsam dabei. Also der ist jetzt kein Schlonsi-Bonsi, sondern einfach ein, sag ich mal, 0815, ganz normaler. Kann man aber immer gebrauchen. Ich habe allerdings so viele, die werde ich, also den werde ich auch weitergeben an jemanden, der vielleicht einfach gerne mal sowas testen möchte. Und ja. Dann haben wir hier was zu knabbern drin. Die Marke kenne ich, glaube ich, so noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der von DM Bio oder von einer anderen Marke ist. Auf jeden Fall ist das ein Proteinbar, ein Riegel mit weißer Schokolade und Peanut, also mit Erdnuss. Ich hätte richtig Bock, den jetzt mal live mit euch zu probieren. Allerdings esse ich gleich zu Abend. Deshalb würde ich das eher nicht machen. Nicht, dass ich gleich nichts mehr essen kann. Und ich bin mal sehr gespannt, ob der schmeckt oder nicht. Finde ich aber auch nett, dass so was Kleines zum Knabbern dabei ist. Ne, das kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Dann haben wir hier so einen riesigen Packen an Masken. Einmal haben wir eine Tuchmaske, Clean and Care von Shavens. Witzigerweise habe ich die schon. Ich habe die neulich erst aus meinem Backup aussortiert, weil ich mir so dachte, ja, ist ganz nett, aber brauchst du eigentlich nicht. Aber wenn ich mir das so überlege, warum eigentlich nicht, oder? Kann ja nicht schaden, ihr Mensch. Dann haben wir hier von Selfie Project Shine Like a Diamond so eine Glitzer-Peel-Off-Maske in Blau. Die hatte ich schon mal, meine ich. Aber ich weiß nicht, ob ich die benutzt habe oder nicht, aber die sind irgendwie nicht so mein Fall. Die kriegt man schwer ab, die hängen sich irgendwo rein und durch die Farbe darf man schön
Waschbecken und so weiter schrubben, das ist jetzt nicht so das Beste, sag ich mal. Nee, ist irgendwie nicht so ganz mein Fall. Dann haben wir noch eine Crememaske von The Beauty Mask Company mit Ginkgo und Haferstückchen. Also wir haben hier so eine Art ganz klein leichtes Peeling. Die hatte ich auch schon mal. Die war ziemlich gut, fand ich. Also sehr angenehm vom Duft her, von der Pflege her fand ich die auch nicht schlecht. Ich habe aber so viele Masken, ich glaube, die tue ich doch zu euch. Und dann diese Schimmer-Eyepads mit Vitamin E und Magnolienextrakt von Balea. Die habe ich einmal in der aktuellen Juno-Monatsverlosung auf Instagram auch unter anderem mit dabei. Und auch in meinem Backup. Habe sie aber noch nicht getestet. Und ich glaube, ich werde die in ein bestimmtes Paket reintun. Also sie bleiben zwar bei mir, aber sind nicht für mich sozusagen. Dann machen wir mal weiter mit ein bisschen Make-up, würde ich sagen, oder? Ja. Und zwar haben wir hier einmal diesen Nagellack von Alessandro. Ich hoffe sehr, ihr könnt das erkennen. Das ist so ein Orange-Lachston. Ist leider so gar nicht mein Fall und leider hatten wir den auch schon mal drin. Ich meine in der Sommer-Goodie-Bag vor einem Jahr oder so. Auf jeden Fall, ich weiß, dass ich den schon mal in der Goodie-Bag drin hatte. Ich weiß auch, dass ich den schon mal weiter verlost habe. Ist einfach nicht mein Fall. Aber ich habe so Päckchen gepackt, also Boxen mit Produkten, die ich ursprünglich verkaufen wollte, die aber irgendwie keiner haben wollte oder die ich noch nicht reinstellen konnte. Zwei gemischte Beauty-Boxen, wo auch ein paar Schmuck- oder Tool-Sachen drin sind und halt Pflege und Make-up und eine mit komplett Produkten für Nägel. Und auf einen Nagellack mehr oder weniger kommt es da nicht an. Ich denke, da werde ich den mit reinpacken. Genau. Und dann haben wir hier tatsächlich noch drei Lippenstifte drin. Zwei davon werde ich behalten. Und zwar haben wir hier einmal einen von Judith Williams. Der war ursprünglich zu. Wir haben den nur neulich aufgemacht, um zu gucken, wie die Farbe aussieht. Das ist so ein richtig schöner Nude-Ton. Ich drehe den gerade mal vorsichtig etwas raus, dass ihr die Farbe hoffentlich sehen könnt. Ich weiß halt nicht, wie die Kamera das einfängt oder überbringt. Ja, und meine Mom, da musste ich sofort an die denken. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Goodie Bag bestellt und ich wusste nicht, was drin ist. Und einen Tag später kam sie auch schon. Und dann kamen auch einige Unboxing-Videos von YouTuberinnen, die eben diese Goodie Bag auch bestellt hatten. Und da habe ich erst gesehen, welchen Inhalt die Goodie Bag eigentlich hat. Und genau. Und ich musste bei dem Lippenstift sofort an meine Mutter denken, denn sie hat früher immer richtig gerne viel Make-up von Judith Williams benutzt. Und ich dachte mir, diese Farbe, das ist so ein schöner matter Lipstick, das ist eigentlich so genau ihre Farbe, Farbchangierung, sag ich mal, ja. Und also so die Farbpalette, wo sie sagt, ja, das ist meins. Ich weiß nicht, wie viel der kostet, aber ich schätze mal schon so knapp 10 Euro. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich habe auch gesagt, hier schenke ich dir, kannst du gerne haben. Und sie war so total aus dem Häuschen. Also der kommt auch zu mir, wird aber weiter wandern. Dann haben wir hier von L'Oreal einen richtig krassen, also was ist krassen, einen Rotton. So sieht er aus. So ein Hellrot, würde ich sagen. Ne? So in die Bordeaux-Richtung. Ich finde es cool. Fester Lippenstift. Ne? L'Oreal ist auch nicht günstig. Wird auch seine 10 Euro wert sein. Oder sogar ein bisschen mehr oder weniger. Ich weiß es jetzt nicht. Apö. Aber ich habe so viele Lippenstifte. Und gerade bei so roten Lippis bin ich manchmal raus. Irgendwie. Also es ist nett, aber den werde ich auf jeden Fall irgendwann mal an einen von euch verlosen. Und dann haben wir hier noch einen Lippi, den behalte ich für mich. Der ist nämlich von Love und zwar ein Lip Maximizer. Und da sind rosa-goldene Glitzerpartikel drin. Der ist in so einer
Schachtel enthalten hier. So sieht der aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier, die Glitzerpartikel. Aber es sieht echt total schön aus. Das ist so total meine Farbe auch. Und ich habe auch schon mal dran gerochen. Der riecht auch so ein bisschen nach, ja, nicht Menthol, aber so minzig halt. Und so Lip Maximizer sind immer nicht schlecht. Und Love ist auch eine coole Marke. Die werde ich sehr gerne mal ausprobieren. So, dann haben wir noch 5 Produkte, glaube ich. Außerdem haben wir ein Fixing Powder von Essence. Ich denke mal das ganz normale. Wir schauen mal vorsichtig rein. Ohne Schwamm. Dafür aber mit Spiegel. Sieht ganz normal aus, würde ich sagen, oder? Ja, doch. Eigentlich schon. Besonderer Duft. Riecht lecker. Ja, also Puder, ich benutze halt einfach kein Make-up. Könnt ihr euch freuen. Das wird irgendwann mal zu einem von euch wandern. Genau, dann haben wir tatsächlich noch 4 Produkte. Einmal ein Produkt, da ich mich wirklich sehr drüber gefreut, von Dove, eine neue Dusche, ein Duschgel mit Lotus. Das habe ich noch online bei DM gesehen. Ich habe auch dort richtig schön eingekauft. Da kommt in ein paar Tagen, Wochen, ich weiß es noch nicht genau, auch ein fetter Haul. Spoiler, Spoiler. So viel dazu. Ich sage euch am Ende des Videos was dazu. Und es riecht so lecker, Leute. Einfach frisch, blumig. So, das ist das perfekte Sommerduschgel. Also entweder stelle ich mir das jetzt in die Dusche oder ich nehme mir das mit in Urlaub, weil das riecht einfach so toll. Und ich habe noch überlegt, nimmst du es mit, nimmst du es nicht mit? Ich habe es dann doch nicht mitgenommen, weil ich mir so dachte, ha, du hast ja schon ein Duschgel eingepackt in den Einkaufswagen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und habe ich es dann da gelassen. Und hätte ich gewusst, dass das so gut riecht, ich hätte es bereut. Aber ich freue mich umso mehr, weil ich liebe Dove. Meine Mutter liebt auch Dove. Und es ist einfach ein tolles Produkt. Und das werde ich super, super gerne behalten und auch testen. Dann haben wir hier noch ein Produkt von Dove. Und das kenne ich schon. Da freue ich mich sehr drüber. Ich hatte ja mal bei der lieben Summit Natalie gewonnen. Die hat mir viel zu viel reingepackt. 16 Produkte und 4 hatte ich eigentlich nur gewonnen. Das war auch mit dabei. Ein Deo-Spray mit Zink und Apfelblüte. Und es hat einfach nicht nur einen sehr frischen Duft. Ich habe auch das Gefühl, es hilft und schützt besser und länger. Und ist sanfter zur Haut als das ganz normale Dove Deo. Also ich mag es super gerne. Und ich werde das sehr gerne in mein Backup legen und zeitnah wieder benutzen. Eins habe ich schon leer gemacht und ist halt echt ein tolles Schätzchen, muss ich sagen. Auch dieses Produkt hier werde ich behalten. Das ist von Okay Face oder sowas. Verzeihung für die nicht korrekte Aussprache. Ich habe online mal geguckt. Dieses Schätzchen hier kostet immerhin mal 7 Euro. Eine Fußcreme für trockene und rissige Füße, ist auch noch original verschlossen. Finde ich super, gerade jetzt haben wir ja absolute Fußpflegesaison. Nicht, dass man sonst die Füße nicht pflegen sollte, aber im Sommer, wo man barfuß ist, sollte man doch noch mal mehr darauf achten, gelegentlich mal Pediküre zu machen. Und dazu gehört halt auch Maske, Fußbad, Fußcreme und so weiter. Und sowas ist immer toll. Und ja, finde ich toll, werde ich gerne ausprobieren. Und das letzte Produkt, da dürft ihr euch freuen. Das ist nämlich eine Lidschattenpalette von Catrice. Aber eine richtig große, meine Lieben. Eine richtig, richtig große. So sieht die aus. Die hat 18 Farben. Also ich weiß nicht, wie viel die kostet, aber nicht wenig, denke ich mal. Wir haben ja auch einen Spiegel drin. Den klappe ich gerade mal um. Ich hoffe sehr, ihr könnt die Farben sehen einigermaßen. Es ist sehr nudig, aber sieht echt sehr schön aus. Also mir gefällt die Palette auch gut, aber ich schminke mich halt nicht. Da habt ihr echt großes Glück. Und ich schätze mal so zwischen 7 und 10 Euro wird die wohl kosten. Und es sind 18 Farben, wie gesagt, drin. Finde ich echt klasse. Und ja, die kommt auf jeden Fall irgendwann mal in eine Verlosung oder
in eins dieser gemischten Beauty-Pakete. Da könnt ihr euch gerne drüber freuen. Das war der komplette Inhalt dieser schönen Goodie-Bag hier. Für mich persönlich hat es sich irgendwo schon gelohnt. Es sind tolle Produkte drin, wir haben einen schönen Mix. Ich finde halt, ne, also der Wert, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super, aber irgendwie fand ich die Goodie-Bags vorher besser. Nicht nur, weil mehr Produkte drin waren, sondern irgendwie war einfach mehr Spielraum. Also zum Beispiel hier, wir haben jetzt 3 Gesichtsmasken drin. Ich finde es toll, weil wir haben von jeder Sorte eine. Wir haben eine Crememaske, eine Peel-Off-Maske mit Glitzer und eine Tuchmaske. So kann jeder, also die Wahrscheinlichkeit, dass Leute die Masken benutzen und sich auftragen oder mal eine Maske machen, so, dass die ihre Maske, Maskenart finden. Jeder hat ja so sein Ding, wo man sagt, hier, ich mag mehr Tuchmasken oder ich mag mehr Crememasken. Ne? Also wir haben verschiedene Sachen dabei, auch von 3 verschiedenen Marken, alles gut. Aber ich hätte mir halt irgendwie vielleicht ein Serum oder eine Augencreme oder eine Ampullenkur gewünscht oder eine Gesichtscreme oder ein Peeling, auch für den Körper zum Beispiel, oder eine Bodylotion oder nicht Bodylotion, aber Bodyspray zum Beispiel. Und wie gesagt, für die Haare ist gar nichts drin. Dabei finde ich den Sommer, das ist so die Haarpflegesaison, genauso wie Fußpflege. Und ich hätte mir schon irgendwie eine Haarmaske oder ein Haarparfüm oder Shampoo und Spülung oder sowas gewünscht. Ich finde, das fehlt einfach hier so. Finde ich sehr schade, aber es sind trotzdem coole Produkte drin. Es ist auch ein bisschen mehr Make-up drin als sonst. Und die Lippenstifte, ich finde es toll, weil auch hier verschiedene Farben, verschiedene Arten von der Textur und von der Art her. Wir haben einen knalligen, einen nudigen, 2 feste und einen flüssigen und dann auch noch eine Lippenpflege, so als Basic-Produkt. Ne? Aber da hätte man auch, finde ich, sich vielleicht für einen oder maximal 2 entscheiden können und für die anderen beiden Lippenpflegeprodukte dann doch nochmal was anderes reinpacken können. Ne? Also finde ich schon ein bisschen schade, aber schon irgendwie tolle Produkte. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, sowohl für mich als auch für euch. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und mir fällt gerade ein, ich wollte euch ja noch kurz was zu den Videos sagen. Also genau, wie gesagt, DM-Haul mit Verlosung auf Instagram wird bald online kommen. Dann ist ein Tauschpaket mit einer YouTuberin geplant. Das Paket ist aber zumindest zum Zeitpunkt dieses Videodrehs jetzt noch nicht bei mir. Und ich werde es auch frühestens am 16. Juni abdrehen können. Also vor Mitte Juni wird das nichts. Schauen wir mal. Dann habe ich mir 2 Glossyboxen bestellt. Die Glossybox Girls und die Abstraction Limited Edition von Juno. Da wird es ein Doppel-Unboxing-Video geben und vielleicht mache ich auch nochmal eine Maskenwoche mit euch. Also 4 Videos mit diesem hier auf jeden Fall. Vielleicht auch 5. Wir schauen mal. Und danach ist erstmal wieder Sendepause. Schaut aber unbedingt bei mir auf Instagram vorbei und bleibt mir auch hier treu, denn zwischendurch kann es durchaus sein, dass ich ab und an mal Videos hier hochlade. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Und gerne einen Kommentar schreiben, sofern YouTube die nicht deaktiviert hat. Ansonsten gerne per E-Mail oder auch auf Instagram eine private Nachricht schreiben. Ich freue mich sehr über eure Feedbacks von euch zu hören bzw. zu lesen. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Ich hoffe, ihr habt die kleine Auszeit mit mir genossen, konntet euch ein bisschen entspannen, mal ein bisschen auf die Couch legen und Füße hoch und so, ne? Und ich hoffe, es geht euch gut, bleibt gesund und wir hören und sehen uns das nächste Mal bei einem neuen Video von mir. Bis dann, ciao!